Ja, hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Das wird eine Videoantwort für den Heiko vom Kanal Scharfes Zeug. Der hat zum Giveaway ausgerufen und da würde ich gerne dran teilhaben und mitmachen. Das ist ein cooler Kanal, checkt den mal aus. Den Link haue ich euch in die Videobeschreibung. Ja, und der wollte eine VA haben. Wie wir zu Taschenmessern gekommen sind. Ich kann das mal so erzählen. Ja, in der Kindheit das erste Victorinox irgendwann mal geschenkt bekommen von meinem Vater. Ach, da war ich 6, 7 Jahre alt, vielleicht 8, ich weiß es nicht genau. Das ist jetzt nicht mehr das erste, was ich hatte, aber das war auch damals so ein klassisches Victorinox, halt so ein kleines, ne? Und ja. Damit fing das dann irgendwie an. Ja, und dann ist man zu den, ich weiß nicht, ob euch das was sagt oder dir, Heiko, ist man zu den Pfadfindern gekommen. Ja, und da gab es dann ein größeres Taschenmesser, beziehungsweise ein feststehendes. Und zwar, ach, das war ein ganz altes Bundeswehr-Nachbau mit einer Blechscheide. Das war jetzt kein Rambo-Messer, aber so ein Feldmesser halt. Ne? So in der Art Glock-Style, aber ja, mit einer Blechscheide halt. Ja, so, da war die Kindheit geprägt mit dem Ganzen. Und ja, das verlief sich dann irgendwann im Sande auch wieder. Das Ganze kein Interesse mehr. Dann wird man älter, jugendlich, ihr kennt das, da hat man andere Sachen im Kopf dann. Ja, dann zwischenzeitlich mal ein Ballesong, aber auch alles nur 0815. Das war ja damals noch gestattet. Na? Ja, Ballesong oder so ein Springmesser hier mit Automatik, na, auf zu. Aber das waren auch welche, na, irgendwo aus dem Kiosk oder, nee, ich weiß ganz genau, das war damals noch ein Tabakgeschäft. Konnte man Zigaretten kaufen und der hatte solche im Schaufenster. Naja, und als Jugendlicher dann, ja, hat man denn da eins bekommen. Ich glaube, das war ihm auch damals völlig egal, wie alt wir waren. Hauptsache, der hat damit seine Mark verdient. Naja, wie auch immer. So, und dann ist das auch irgendwie wieder alles im Sande verlaufen. Ja, und dann wurde man halt ein bisschen älter. Und dann kam irgendwie der Gedanke, ja, ach, so ein kleines Multitool oder so. Könnte ja nicht schlecht sein, gerade wenn man mobil unterwegs ist mit Fahrrad und so weiter. Da hat man ja immer mal irgendwas. Und ja, dann kam irgendwie wieder ein Victorinox dann. Naja, und so ging das dann weiter. Und dann vor 5 oder vor 6 Jahren habe ich das irgendwie wieder im Kopf gekriegt, weil ich ein altes Victorinox in der Schublade gefunden habe. Und dann dachte ich mir, da muss es ja jetzt mittlerweile schon was Besseres geben. So, ohne Ahnung, guckt man im Internet, auf eBay und so weiter. Ja, und da ist dann sowas bei rausgekommen. Kleinen Moment, ich mache nochmal hier anderes Licht an. Ich hoffe, das geht jetzt besser. Hier schön mit Logo Smith & Wesson. Ich glaube, dazu braucht man nicht mehr viel sagen. Hier, Extreme Ops mit Serration. Ja, ich weiß gar nicht, was für ein Stahl das ist. Steht da irgendwas drauf? Ich muss mal hier gucken. Der ist noch nicht mal eine Stahlbezeichnung. Made in China. Ja, wie gesagt, mit Pocket Clip und Serrations. Ja, und das war dann hier Liner Lock Verriegelung. Ja, das war dann irgendwie der Startschuss. So, aber weil das Messer irgendwie sehr schwer auf und zu ging, habe ich mir gedacht, das kann es ja noch nicht mit der Klingenstand hier übrigens. Ich weiß nicht, ob das bei der Kamera rüberkommt. Hier ist auch nicht hundertprozentig. Naja, und dann habe ich mir gedacht, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein mit dem Ding. Und ja, dann auf YouTube geguckt, auch zum Kanal von Stefan gekommen. Und der hatte, ach, ich weiß das gar nicht, war das 2010, 2011 oder 2012? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kamen dann die Sanremo-Teile, die 710er. Die sind da, die hat er da gerade frisch vorgestellt gehabt. Und ja,
Naja, man ist ein bisschen älter und hat man sich gedacht, okay, für 10 € oder noch nicht mal 6 €, keine Ahnung, aus China denn über Gearbest oder na, die üblichen Verdächtigen dann mal bestellt. Ja, ein bisschen weiter recherchiert und so weiter. Dann kam ich irgendwann na, zum Ganso. Das ist G704. Ja, und da war die Interesse denn geweckt, ne? Weil das läuft smooth, Suche. Sie seht das hier vor der Kamera. Das läuft butterweich hier. Und da habe ich mir gedacht, weil das auch so ein Low-Budget-Bereich war, dann 10, 12 € oder was. Selbst wenn das Ding 18 oder 20 kostet, wie auch immer. Da war die Interesse definitiv geweckt mit dem Ganso. Naja, und dann hat man die ganzen Videos auch hier vom Christoph Schnorres, Dennis Fuwa Forest Films, dann, die hat man dann alle so aufgesogen. Ja, und dann kam, ach, dann kam Spyderco Tenacious und Ontario Red One und 2 und naja, die ganzen halt, ganzen Messer, ich habe ja auch die alle bei mir auf dem Kanal vorgestellt. Ja, und dann habe ich mir, da war ich so im Virus infiziert und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt legst du dir mal ein bisschen Geld zurück und dann kaufst du dir mal was einigermaßen Vernünftiges. Ja, und das ist jetzt, bis heute noch mein Flaggschiff sozusagen, also das teuerste Messer, was ich habe. Ja, das ist in das Zero Tolerance 0550 gewesen. Und ja, bis heute, ich glaube, das habe ich jetzt, lasst mich lügen, 2 Jahre, 2,5, 3 Jahre. Ja, bis heute ein Tip-Top-Folder, noch mit Cuscaddy-Griffschalen gepimpt, das Ganze. Habe ich damals über Messer und Co. bezogen von dem Dirk Wanger und ja, super Kontakt gewesen und ja, dadurch habe ich das dann halt bekommen und ja, und ich muss sagen, ich bin, was Messer anbelangt, also da jetzt auch von meiner Seite aus ausgelastet. Ich habe so viele Teile rumfliegen hier. Ja, bin schon mal am Überlegen, da wieder was abzugeben und zu verkaufen und naja, und dann, wenn was kommt, Neues kommt, man Low-Budget-Folder, Sanren Mu oder Land, jetzt die neuen Geschichten dort. Oder von Right Knives, da liebäugel ich auch so ein bisschen. Ja, da kommt ja am laufenden Bande, ja, wenn man mit dem Virus infiziert ist, natürlich, man abonniert die Kanäle und ja, man sieht so gut wie jede 14 Tage oder so mal einen neuen Folder und was Neues auf dem Markt ist. Ja, dann hat man auf dem Computer seine Lesezeichen und ja, guckt in den Shops mal, in den verdächtigen Shops nach und so weiter. Ja, und so ist die Liebe zum Messer-Virus wieder ja, entfacht. Und das ist halt so die Geschichte gewesen, wie ich dazu gekommen bin. Wie gesagt, aus der Kindheit, aus Pfadfinder oder hier mein erstes Victorinox. Die habe ich leider alle nicht mehr. Keine Ahnung vom Umzug oder irgendwo verloren gegangen. Auch gar nicht mehr Interesse dran gehabt oder was. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass meine Mutter die damals heimlich weggeschmissen hat oder was. Weil sie nicht wollte, dass ich mit so einem, na, mit so einem Butterfly oder Balisong nennt man die oder ja, Flipmesser hier, Automatikmesser. Ja, da losgeht. Naja, wie gesagt, so, das war meine Story. Und ja, wie gesagt, Outdoor-Aktivität. Ich wohne hier in der Großstadt und das ist ein bisschen schwieriger mit ja, rausgehen in den Wald oder so. Am Wochenende setze ich mich aufs Fahrrad, fahre mal, na, ich sag mal, in die Grünanlagen, so öffentliche Stadtparks oder sowas, die Richtung. Aber so richtig Natur pur haben wir hier leider nicht. Also dann müsste ich echt ein paar Kilometer mich ins Auto setzen und dann fahren. Ja, so, das war meine Geschichte. Und ja, zu deinem Kanal. Ich fand das Video echt Hammer, also top. Von dir, Daumen hoch, wo du dich da geäußert hast.
zu der Messer-Community. Also, da ziehe ich den Hut vor dir, Daumen hoch definitiv, dass du dich da so offen und frei geäußert hast. Ich sehe das ähnlich wie du auf jeden Fall, als YouTube-Community oder als Messer-Community. Wie gesagt, du sagtest ja, es spaltet sich so ein bisschen und du hast da nicht Unrecht, ganz klar. Die einen gehen nur auf Low Budget, ne? 10, 20 € Messer, und bei den anderen, die lachen über so ein, na, Zero Tolerance und sagen sich, was will er denn mit seinen Billigmessern da? Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, ich sehe das als Hobby und ja, ich benutze meine Messer täglich. Muss ich auch sagen, so ein 220 € Fulda, damit gehe ich nicht Baton oder sowas. Ne? Also dann nehme ich hier tatsächlich mal so ein Low-Budget-Ding und hau da mal drauf, wenn ich da Bock drauf habe. Naja, aber so denkt jeder anders darüber. Vielleicht geht ja auch einer mit seinem Chris Reeve Baton im Wald. Ich weiß es nicht, ob die Leute sowas bringen. Also mir persönlich wäre es zu schade. Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, wie gesagt, also von meiner Seite aus, das ist die Videoantwort. Ich hoffe, das geht in Ordnung so. Du hast mal meine Story gehört. Und ansonsten wünsche ich dir noch alles weiterhin viel Erfolg. Und ja, mach weiter so. Ich finde das ganz cool, auch dass du solche Outdoor-Videos machst, mit deinem Hund da in den Wald gehst und so weiter. Also ja, hätte ich die Gelegenheit, würde ich das auch machen. Ich habe zwar keinen Hund, aber dann würde ich öfters in den Wald gehen. Aber na, sich da jedes Mal ins Auto zu setzen und 20, 30 Minuten zu fahren, naja, dann muss ja auch nicht unbedingt sein. Alles klar, dann war es das von meiner Seite aus. Wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute für den Kanal. Ich hoffe, die VA geht in Ordnung so für dich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja. Gut, dann wünsche ich dir was und wir schreiben bestimmt mal auf YouTube. Und ja, bis die Tage dann. Auf Wiedersehen. Ciao.